Hallöchen, herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Heute komme ich recht schnell zum Punkt, denn ich möchte heute mit euch Eiswürfel malen. Vergangenen Freitag habe ich ein Reel auf Instagram gepostet, passend zu dem Lied Ice Ice Baby und habe die Schrift Ice Ice in Eiswürfelform gemalt. Das war so eher so ein Test. Ich werde es euch gleich auch noch zeigen. Und ich war damit nicht ganz zufrieden, aber ich denke, dass ich so ein bisschen den Dreh jetzt raus habe und möchte euch einfach zeigen, wie kann ich einen Eiswürfel malen. Denn es ist prinzipiell gar nicht so schwer, wie es aussieht, obwohl ich es sehr faszinierend finde, wie sich das Licht im Eiswürfel bricht und wie es da auch gebündelt wird, weil das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Wasser im Normalzustand, zu einer normalen Temperatur. Und ja, ich habe hier auch schon alles vorbereitet. Wir brauchen gar nicht viel. Ich werde hier auf Aquarellpapier malen, habe einen Pinsel der Größe 4. Ihr könnt aber auch gerne einen Pinsel in anderen Größen nehmen. Hier kommt es jetzt gar nicht so darauf an, dass wir Feinheiten malen wollen, sondern wir werden das, wie ich es gerne mache, auch in drei Schichten malen. Und genau, dazu brauchen wir ein helles Blau. Wir bringen halt, also wenn ihr euch einen Eiswürfel so anschaut, werdet ihr wenig Blau sehen, aber wir bringen halt Wasser meistens mit Blau in Verbindung. Und deswegen werde ich das hier auch machen. Wir brauchen ein helles Blau, wirklich ein kräftiges, dunkleres Blau. Und das tragen wir so in drei verschiedenen Schichten auf. Und wenn ihr mögt, beziehungsweise wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch ein bisschen Schwarz noch mit hinzunehmen. Das habe ich hier auch mit auf der Palette. Und ja, ihr braucht Wasser. Und ich habe dann noch einen Fineliner parat, um eventuell noch ein paar harte Kanten mit einzuziehen. Aber ob ich den doch tatsächlich nutze, das wird sich zeigen. Jetzt malen wir erstmal die Eiswürfel vor. Wir werden die Eiswürfel in einer typischen Eiswürfelform machen, und zwar in Würfelform. Und dazu brauchen wir keine unbedingt geraden Linien, denn Eiswürfel sind selten akkurat, es sei denn, man hat eine akkurate Form. Aber am schönsten sehen sie doch eigentlich aus, wenn sie so ein bisschen kurvig sind, sage ich jetzt mal. Auch die Seiten, die müssen nicht unbedingt gleich lang sein. Wichtig ist nur, dass ihr geometrische Formen halt auch einhaltet. Und da Eiswürfel ja bekanntlich auch schnell schmelzen, werden wir noch eine Pfütze drunter machen. So, wir haben jetzt hier die fertige Skizze. Das habe ich gemalt mit dem Graphit-Aquarell. Das heißt, meine Bleistiftlinien werden dann auch verschwinden. Ihr könnt aber gerne auch ihr müsst es nicht mit dem Bleistift machen, ihr könnt das gerne auch mit einem wasservermalbaren Buntstift machen, und da würde sich Hellblau ja super anbieten. So, bevor wir jetzt loslegen, wollte ich euch aber auf jeden Fall noch zeigen, hier habe ich das Eis. Ich finde, man kann schon erkennen, dass es Eiswürfel sein soll oder dass es gefroren sein soll. Es ist hier aber alles noch sehr gerade. Und deswegen wollte ich heute nochmal wirklich probieren, so richtig Eiswürfel ohne irgendeinen wörtlichen Sinn dahinter zu malen. So, wir brauchen Wasser. Und ich benutze hier das Blau, was ich hier schon habe. Das ist, das reicht hier jetzt auch vollkommen aus, hoffe ich. Theoretisch schon. Und ja, das ist so eine Mischung aus Türkis und Azurblau. Also wichtig ist, dass es ein helles Blau ist. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall hier die Kanten nach. Wie gesagt, es muss nicht gerade sein. Geht hier so nach innen. Aber in der Mitte eine kleine weiße Fläche.
Und wenn sich jetzt hier irgendwelche Wasserflecken bilden, finde ich persönlich gar nicht so schlimm, denn das Wasser halt, ne? würde halt einfach passen zum Eiswürfel. So, da haben wir jetzt grob einfach mal vorbereitet. Wir werden jetzt mit jeder Schicht halt ein bisschen dunkler, um halt mehr auch die Tiefe dann oder den Lichtbruch aus dem Eiswürfel rauszuholen. Die Pfütze hier unten. Lass da ruhig auch ein paar Lichtflecken. Und Wassertropfen haben wir ja auch schon mal gemalt. Das lassen wir jetzt kurz trocknen. Wenn ihr euch nicht gedulden könnt, könnt ihr natürlich gerne einen Föhn zur Hand nehmen. Ich finde, sie sehen natürlich auch jetzt schon aus wie Eiswürfel irgendwie. Und da fällt es einem dann natürlich gar nicht so schwer, jetzt noch die härteren Kanten von dem Eis halt noch mit reinzubringen. Und dafür brauchen wir jetzt ein dunkleres Blau. Ich hoffe, dass meins hier ausreicht. So, ich nehme mir hier einfach jetzt ein bisschen was raus. Den Kasten stelle ich gleich wieder weg. Ich mache mir hier so eine Mischung aus Preußischblau und Indigo. Aber ich brauche hier tatsächlich nicht viel, weil es soll ja eigentlich auch nicht kräftig von der Farbe werden. So, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie kräftig eure Farbe ist, könnt ihr immer auf dem gleichen Papier gucken, wie hell oder dunkel eure Farben jetzt sind. Also das ist für mich jetzt hier völlig ausreichend. Falls es doch zu dunkel werden sollte, kann ich immer noch was runternehmen. Und hier gehe ich jetzt gar nicht unbedingt auf die Ecken, sondern eher so in die Ecken rein. Rahme so, so dieses einzelne Viereck halt so ein bisschen ein. Kann auch ungleichmäßig sein, denn wie gesagt, das Licht ist zum Teil so unberechenbar. Ich mache hier zum Teil noch ein bisschen Übergang. Die dunklen Stellen entstehen eigentlich eher dadurch, dass entweder dort wenig Licht hinkommt oder dass natürlich ein dunkler Untergrund ist. Ja, oder halt auch ein farbiger. Also wenn jetzt hier ein Eiswürfel auf dem rosanen liegen würde, dann würde der natürlich rosa schimmern. Und jetzt in der dritten Schicht könnt ihr gerne direkt mit einem dunklen Blau aus dem Kasten oder
ihr nehmt es euch auch, die Mischpalette ist total egal. Ihr könnt es gerne aber auch mit einem Schwarz noch ein bisschen vermischen. Das werde ich jetzt hier machen. Jetzt hier ein bisschen Schwarz und das Blau mit rein, dass es so blau-schwarz quasi ist. Und jetzt hier. Jetzt seht ihr schon trocken. Wirklich nur noch kleine Ecken lang. So, dass es einfach ein bisschen mehr Tiefe auch kriegt. Und natürlich auch hier. In der Pfütze hier, da verwische ich den Rand, weil ich da gerne möchte, dass es ein fließender Übergang ist, so wie Wasser halt auch ist, ne? Fließend. Hier am Rand. Und wenn ich jetzt hier aber an den Rand gehe, da lasse ich eine harte Kante, weil das ja doch schon Schatten wirft. Kann aber auch ungleichmäßig sein. So. Und so schnell können die Eiswürfel fertig sein. Und wie ich es schon befürchtet habe, mir reicht es jetzt tatsächlich noch nicht so aus. Mich befriedigt das Ergebnis noch nicht so ganz. Ich möchte gerne noch ein paar Akzente, gar nicht richtig umranden, sondern ein paar Akzente mit einem schwarzen Feinliner. Das mache ich wirklich mit einem schmalen Feinliner. Einfach ein paar Kanten setzen. Einfach, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es muss da rein. Um, ja, abzugrenzen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das mache ich zum einen vor allen Dingen so zwischen den Eiswürfeln. Das muss auch gar nicht gleichmäßig sein. Und vor allen Dingen am unteren Rand. Und dann könnt ihr aber natürlich auch hier an den dunklen Rändern. Hebt das irgendwie schon ein bisschen mehr hervor, habe ich das Gefühl. Und dann natürlich hier am unteren Rand. Aber hier am unteren Rand mache ich tatsächlich, um den Schatten ein bisschen mehr Tiefe zu geben, sagt man das so. Fertig sind die Wassertropfen. Ich würde jetzt hier noch, um die Kästchen zu vervollständigen, gucken, ob ich hier noch ein bisschen Farbe zusammenkriege. Ach, nicht ganz. Hier beim Hellblau kriege ich Unterschied mehr raus. Naja, ein bisschen. Die drei Farben, die ich gebraucht habe, benutzt habe. Ja. Ich hoffe, ich kann euch damit wirklich ein kleines, schnelles und einfaches Tutorial an die Hand geben. Es geht wirklich schnell. Also ich würde es noch nicht mehr unter Loose Watercolor einführen.
oder benennen, sondern ja, es sind halt einfach Eiswürfel, die locker mit Aquarell gezeichnet sind. Eiswürfel können sehr geradlinig sein, aber Aquarell bietet sich halt einfach perfekt an, um das zu machen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, auch Eiswürfel jetzt zu malen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Hashtag Sonntags mit Lillis benutzt. Dann werde ich mir die auf jeden Fall anschauen und ich werde sie dann auf jeden Fall teilen, weil ich ganz genau weiß, dass sie bestimmt sehr gut aussehen werden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Habt einen tollen Tag und ja, genießt es. Genießt das Leben. Tschüss!